Lieber Herr Dompfarrer, lieber Roman, vielen Dank für die freundliche Einladung. Ich bin gerne gekommen. Ich glaube, vor 3,5 Jahren war ich schon einmal hier. Ihr habt einen guten Dompfarrer, seid froh. Er ist ein offener Typ und das brauchen wir. Ich war gerade in Rom vor 3 Wochen und der Papst hat gesagt, denkt selbstständig. Das hat auch seinen Kardinälen gesagt, als sie anfingen. Redet ohne Angst, legt eure Manuskripte beiseite und denkt selbstständig. Nicht immer auf den Papst schauen, nicht immer auf die Kirche schauen. Wir schauen viel zu viel auf die Kirche. Meine These ist, und die möchte ich heute Abend begründen, im Christentum geht es um den Einzelnen, es geht um dich und um dich. Und um dich und um mich vielleicht auch. Übrigens, ich war gestern Skifahren, falls die Kameras das einleuchten. Ich bin ein bisschen schnell gefahren und habe etwas Bekanntschaft mit dem harten Schnee gemacht. Deswegen gibt es so ein paar Schürfwunden. Also der Einzelne, das wäre mein Thema. Ich habe jetzt 12 Bücher geschrieben. Das letzte hatte schon das zum Inhalt. Der Verlag hat mir einen etwas frommen Titel gegeben, Gott finden, wie geht das? Ich möchte das jetzt umschreiben, säkular umschreiben. Die Menschen kommen ja nicht mehr so in die Kirche, aber die Menschen haben alle dieselben Fragen. Ob mit Kirche oder ohne Kirche. Weil jeder Mensch ist sich zugemutet. Das ist eigentlich was Eigenartiges, wenn ich das so sagen darf. Wir sollen viele Entscheidungen treffen im Leben. Aber die wichtigste Entscheidung haben andere für uns getroffen. Unsere Eltern. Sie haben uns einfach gezeugt. Eigentlich eine Frechheit. Keiner ist gefragt worden. Sind Sie gefragt worden, ob Sie leben wollen? Nein. Ich sage das so zugespitzt, weil wir uns viel damit befasst haben, jetzt auch in der Bioethikkommission in Wien, zur Frage des assistierten Suizids. Wer will mich zwingen, noch zu leben? Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Aber das Thema ist der Einzelne. Ich bin jetzt da, Sie sind jetzt da und jeder Einzelne und jeder anders. Und Gott interessiert sich für den Einzelnen. Zu deinem Heil ist er in die Welt gekommen und zu deinem auch und zu ihrem auch. Die Kirche sollte ein Instrument sein, um dem Einzelnen zu helfen, er selber und sie selber zu werden. Soweit ich die Kirchengeschichte und die aktuelle Situation betrachte, war es sehr lange Zeit umgekehrt. Nahezu wie im Kommunismus. Der Staat ist alles, du bist nichts, ordne dich gefälligst unter. Die Kirche ist alles und du bist nichts, ordne dich unter. Sei ein bisschen stromlinienförmig, folge dem Papst, folge dem Bischof, dann bist du ein guter Katholik. Nein, da brauchen wir einen Paradigmenwechsel. Nicht die Kirche ist alles, du bist alles und du. Und die Kirche ist ein Sakrament, ein Hilfsmittel, so wie ein Medikament. Ein Hilfsmittel ist, dass meine Kopfschmerzen weggehen. Im Himmel gibt es keine Kirche mehr. Die Kirche ist ein innerweltliches Hilfsmittel, damit der Einzelne zu sich kommt, seine Berufung findet. Eigentlich müsste die zentrale Botschaft des Christentums heißen, Gott und ich. Was willst du von mir? Und das fragt heute Jesus den sogenannten Besessenen von Gerasa. Wer bist du? Der heilige Augustinus sagte mal in einer Lebenskrise, so in der Lebensmitte um die 50 herum, ich bin mir zur Frage geworden. Kennen Sie diese Frage? Was mache ich hier eigentlich? Die ganze Mühsal, warum laufe ich hier rum? Muss das sein? Wer bin ich? Und das Schlimmste könnte sein, ich kann mit niemandem tauschen. Sind Sie schon mal erschrocken vor sich selbst? Ich bin ich. Und ich muss mein Leben rechtfertigen vor Gott. Ich kann nicht mehr sagen, Mama, mach du mal. Das war in der Schule so, dass die Mutter das ausgebügelt hat, was wir ausgefressen haben.
Aber das ist vorbei, jetzt bin ich schon 65, muss schon einstehen für mich. Eltern sind eh tot, also da ist gar niemand mehr. Manchmal erschrecke ich davor. Ich bin ich. Und niemand kann es mir abnehmen, ich zu sein. Und in der Pandemie habe ich es oft erlebt, in Wien, ich habe so Kurzbotschaften übers Handy ausgeteilt, jeden Tag 3 Minuten. Und dann haben mich viele angerufen. Ich erinnere ein Gespräch mit einem Unternehmer, der rief mich an und sagt: Herr Professor, ich habe Ihre Botschaft gehört und ich sage Ihnen, Sie haben vollkommen recht, ich kann mit mir selber nichts anfangen. Ich habe ein Unternehmen und das lief wahnsinnig gut. Ich war täglich im Büro, 14 Stunden Arbeit. Jetzt steht alles still und ich laufe in meinem Haus auf und ab wie ein Tiger im Käfig und ich weiß nichts mit mir anzufangen. Das hat der große Philosoph Blaise Pascal schon gesagt. Die größte Katastrophe ist, dass wir es nicht einmal eine halbe Stunde mit uns alleine aushalten. Können Sie mit sich alleine sein? Mal eine halbe Stunde, Stunde, am Fluss sitzen, am See sitzen, in der Kirche sitzen, einfach nur da sein. Ich weiß nicht, ob Sie den Sketch kennen von Loriot, wo der Mann sagt, ich möchte einfach mal nur hier sitzen und die Frau aufgeregt hin und her läuft und willst du nicht mal spazieren gehen und willst du nicht Zeitung lesen, Sie kennen das. Nein, sagt er, ich möchte einfach mal nur sitzen. Ich finde das großartig. Probieren Sie es mal, einfach nur da sein, selber wahrnehmen. Warum sage ich das? Wir haben jetzt Fastenzeit. Warum haben wir Fastenzeit? Jesus geht in die Wüste. Genau genommen geht er nicht freiwillig. Wenn Sie die Texte genau lesen, heißt es, der Geist trieb ihn in die Wüste. Er wollte es vielleicht gar nicht. Also Sie kennen die Dreifaltigkeit, unser Dogma. Der Vater, der Urgrund des Seins, der alles geschaffen hat. Der Sohn, das menschliche Gegenüber. Und der Heilige Geist in mir, derselbe Gott. Und so auch dieser göttliche Geist in Jesus. Aber er hat 2 Willen, das lernen wir aus der Dogmatik. Er war ganz Mensch und ganz Gott. Und das Menschliche wehrt sich in ihm. Darauf können Sie jetzt achten am Karfreitag. Jesus hat Angst als Mensch. Er hat gesagt, ich will das nicht, ich will nicht leiden. Ich will nicht am Kreuz landen. Aber du, Vater, wenn du es willst, dann mache ich es. Dein Wille geschehe. Und das gilt für jeden von uns, Schwestern und Brüder. 2 Seelen wohnen, ach, in meiner Brust, so hat es Goethe gesagt. Wir haben 2 Willen in uns. Einen göttlichen Willen und einen menschlichen Willen. Und der Sinn des Christseins besteht darin, für jeden Einzelnen anders und jede Einzelne anders, diesen Willen Gottes immer besser herauszuhören. Der heilige Ignatius sagt, Ignatius von Loyola, rede nicht, schweige nicht, geh nicht spazieren, bevor du gefragt hast, ob es Gottes Wille ist. Klingt ein bisschen zwanghaft psychologisch. Aber das ist die Übersetzung dessen, was Paulus sagt. Betet ohne Unterlass. Wir sollen nicht ständig Vater unser beten, aber wir sollen immer wieder in die Stille gehen und hören, was die innere Stimme Gottes uns sagt, was uns der göttliche Geist sagt. Aber wie spricht er? Er spricht in der Weise des Schweigens. Martin Heidegger, der große Philosoph, hat gesagt, das Gewissen redet in der Weise des Schweigens. Das ist wichtig. Ich habe ja einige Zeit in der Psychiatrie gearbeitet.
Da gibt es Menschen, die sind schizophren, die hören wirkliche Stimmen. Wenn jemand zu ihnen sagt, ich muss jetzt hier 12 Stunden vor dem Tengelmann-Laden stehen, ich höre die göttliche Stimme, ist das sicher nicht die göttliche Stimme, sondern leider vielleicht eine beginnende Schizophrenie. Und der Patienten, den wir heute hören, die Geschichte hast du vorgelesen, ist so ein Schizophrener, würden wir sagen, modern. Er hört viele Stimmen und schlägt sich und schreit. Viele Patienten haben auch so eine Art Selbstaggression, Selbstaggressivität gegen sich selbst und gegen die Welt. Das hat er auch. Er hört viele Stimmen. Und Jesus fragt ihn, wer bist du? Wie heißt du? Er fragt ihn nach seiner Identität. Der Einzelne. Gott selbst hält für einen Menschen an. Nicht für die Menschheit. Ich habe euch alle lieb. Nee. Als Arzt kann man einzelne Patienten behandeln. Nicht die Menschheit. So macht es Jesus auch. Der Einzelne. Wie heißt du? Der Name ist die Frage nach der Identität. Wer bist du? Da sagt der arme Tropf, keine Ahnung. Wir sind Legion, wir sind Tausende. Ich höre viele Stimmen. Ich kenne mich gar nicht mehr aus. Die Stimme der Mutter, die Stimme des Vaters, die Stimme der Kirche, die Stimme der Gesellschaft, die Stimme des Internet. Ich bin vollkommen verwirrt. Wie wird er geheilt? Wodurch kommt Heilung zustande? Dafür ist wieder die Dreifaltigkeit wichtig. Jesus begegnet ihm als Mensch, als göttlicher Mensch und spricht ihn an. Er spricht mit ihm richtig wie von Mensch zu Mensch. Und dadurch kann der Kranke, wahrscheinlich in einem Prozess, das geht nicht sofort, auch seine innere göttliche Stimme wieder hören. Diese göttliche Stimme, die ihm sagt, wer er wirklich ist. Wir haben nämlich 2 Identitäten, jeder von uns. Von Jesus heißt es, er war ganz Gott und ganz Mensch. Als Mensch war er der Sohn der Maria und des Ziehvaters Josef, ein Zimmermann, das war sein erster Beruf. Aber im Lauf seines Lebens merkte er, dass dieser Beruf noch nicht seine göttliche Berufung ist. Ich würde das von mir auch sagen, ich habe viel geritten früher, ich war Junioren-Europameister im Dressurreiten, dachte, da gibt es eine Apotheke in der Familie, da werde ich Pharmazie studieren. Das war meine innerweltliche Identität von meinen Eltern her. Die Schwester meiner Mutter hatte eine Apotheke. Vater war auch Apotheker in der Pharmaindustrie. Das war meine erste Identität. Dann habe ich Medizin gemacht und dann brach das um. Und heute bin ich katholischer Priester, Theologieprofessor. Das war alles nicht vorauszusehen. Aber so kann es gehen, wenn man mit dem Göttlichen in Berührung kommt. Dann wird man einen anderen Weg geführt als den Weg, den man sich ausgedacht hat. Deswegen tragen die Franziskaner einen weißen Gürtel und die Priester ein Zingulum. Nach dem Satz aus dem Evangelium, als du jung warst, konntest du hingehen, wohin du wolltest. Als du älter wurdest, gürtete dich jemand anderes und führte dich, wohin du nicht wolltest. Das heißt, wir haben unsere innerweltliche Identität und unsere göttliche. Und der Sinn des Lebens ist, dass diese göttliche Identität immer mehr zum Vorschein kommt. Ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Das Ich soll kleiner werden, das göttliche Du größer. Und das ist aber jetzt wichtig, den Punkt möchte ich unbedingt machen. Es geht um das göttliche Du, den Geist in mir,
diesem Geist soll ich mich öffnen. Deswegen geht Jesus in die Wüste. Von diesem Geist getrieben, geht er in die Wüste. Was macht er da? Nichts. Der sitzt da einfach. 4 Wochen. Gott sei Dank nicht verheiratet. Nur noch katholische Priester wollen heiraten. Also jetzt sitzt er da. Nichts macht er. Weiß nicht, ob Sie schon mal in der Wüste waren, da ist nichts. Sternenhimmel, nachts ziemlich kalt, tagsüber super heiß. Vielleicht ein paar Schlangen, ein paar Kriechtiere. 4 Wochen, eine lange Zeit. Ich habe die großen Exerzitien von Ignatius gemacht, 4 Wochen, 30 Tage. Schweigen, sehr anstrengend. Warum ist das anstrengend? Weil man damit sich selber konfrontiert wird. Da kann man nicht mehr die eigenen Fehler dem anderen vorwerfen, was die Psychologie Projektion nennt. Da ist niemand, dem ich was vorwerfen kann. Also prallt es alles auf mich zurück. Also ich würde mal sagen, 4 Wochen Wüste ist Psychoanalyse, 360 Stunden Selbsterfahrung hoch 20. Selbsterfahrung. Wer bin ich? Und Jesus stellt sich dem, ob freiwillig oder nicht, lassen wir dahingestellt. Jedenfalls der göttliche Geist trieb ihn da hinein. Und jetzt passiert zweierlei. Was macht er da? Er sitzt, ja, oder läuft darum. Er soll seinen Vater kennenlernen. Er war ganz Mensch. Wenn er ganz Mensch war, wie die Dogmatik sagt, dann war er genauso wie wir unterwegs. Er wusste nicht, was morgen passiert. Wahrscheinlich wusste er noch nicht einmal, was er da in der Wüste machen soll. Wir sagen immer, der wusste alles. Na, der wusste gar nichts. Wenn das die Aussage der Kirche stimmt, Jesus war in allem uns gleich außer der Sünde, steht in irgendeinem Evangelium oder Paulusbrief. Wenn das stimmt, dann war der genauso hilflos, was die Zukunft angeht, wie wir. Wir wissen nicht, was in den nächsten 10 Minuten passiert. Wahrscheinlich sitzen wir ja noch, aber genau wissen tun wir es nicht. Zukunft ist noch nicht da. Also er geht da spazieren. Und was macht er? Er betet. Und das setzte er ein Leben lang fort. Er ging immer wieder morgens vor Sonnenaufgang hinaus, um zu beten. Wissen Sie warum? Warum muss er beten? Er ist doch Gottes Sohn, weil er ein Mensch ist. Er muss immer wieder mit dem Vater in Dialog treten. Beten heißt hören. Mehr hören und schweigen als plappern. Plappert nicht wie die Heiden. Wenn ihr geht, wenn ihr betet, dann geht in die Kammer und schließt die Tür zu. Wir müssen auch mal gemeinsam Messe feiern, ist auch gut, Vater unser beten, alles gut. Aber das eigentliche Beten heißt, setz dich dem Gott aus. Das ist mühsam, sehr mühsam. Wir reden immer vom lieben Gott, nee, der ist ziemlich streng, der Junge. Halte dich aus, halte mich aus und halte dich aus. Das ist Wüstenerfahrung, das ist Fastenzeit. Und jetzt macht er das 40 Tage, jetzt kommt die Grenzerfahrung. Die Versuchung, was mache ich hier? Ich werde hier verhungern. Jesus wird mit seinen ganzen Schwächen und Ängsten konfrontiert, wie jeder Mensch auch. Und zwar richtig kräftig. Und jetzt hört er die Stimme, wie immer man das interpretiert. Wenn du hier nicht verhungern willst, dann mach aus den Steinen Brot. So nach dem Motto, dein göttlicher Vater, der wird dich verrecken lassen. Dem darfst du nichts trauen. Sagt der Jesus, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus Gottes Mund kommt. Erste Versuchung abgewehrt. Die zweite Versuchung, die Versuchung der Theologie, mit der Bibel kann man alles machen. Dritte Versuchung, die Versuchung der Macht. Da ist unsere Kirche ganz vorne dran. Es geht nicht um Macht. Jesus musste sich dem aussetzen. Also worum geht es? Was macht der Jesus da in der Wüste? Er hört auf die Stimme des Vaters,
vermittelt durch den Heiligen Geist in ihm. Und Schwestern und Brüder, das ist die einzige Autorität. Das Wort Autorität kommt von augere, wachsen lassen. Die einzige Autorität, auf die wir hören sollen, ist die göttliche Stimme des Heiligen Geistes in uns. Wenn die Kirche diese göttliche Stimme vertritt, ist gut. Aber wenn sie sich an die Stelle des Geistes setzt, als eine Über-Ich-Struktur, als eine äußere Autorität, Freud hat das Über-Ich genannt, besteht zumindest die Gefahr, dass sie den Heiligen Geist erstickt. Also nochmal, es gibt in jedem einzelnen Menschen, das ist unsere Lehre, den göttlichen Geist, in jedem Menschen. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes, ihr, nicht die Kirche, ihr. Die Autorität sollt ihr wahrnehmen, die Intuition, die in euch spricht, auf die Stimme sollt ihr hören. Die Kirche mit ihrer Über-Ich-Struktur, die mir von außen etwas sagen will, steht immer in der Gefahr, das zu missbrauchen. Immer in der Gefahr der Vermassung. Kirche ist alles, du bist nichts. Nein, du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Du sollst auf den Heiligen Geist hören. Und jetzt die Frage, wie macht man das? Jesus hat es alleine geschafft. Wir brauchen ein bisschen Anleitung dazu. Und da haben wir einen großen Heiligen in der Kirchengeschichte, den heiligen Ignatius von Loyola. Er hat diese vierwöchigen Exerzitien ausgearbeitet. Und die sind sehr klug und längst nicht entdeckt von der Kirche. Und dass wir jetzt einen Jesuiten als Papst haben, kommt nicht von ungefähr. Ignatius von Loyola war der Gründer des Jesuitenordens. Einmalig in der Weltgeschichte und wird wahrscheinlich auch nie wieder vorkommen. Aber fundamental für einen Paradigmenwechsel in der Kirche. Es geht nicht mehr um das Über-Ich der Kirche, die dir befiehlt, was du zu tun hast und dich mit leeren Formen abspeist in irgendwelchen Predigen. Es geht um eine Kirche, die dir sagt, du bist der Herr deines Lebens, mit dem Heiligen Geist in dir. Das Buch, was ich jetzt noch schreiben möchte, umschreiben, das letzte, wird heißen Der Einzelne. Aber der Einzelne aus christlicher Perspektive ist nie nur der Einzelne. Das könnte so nach Egoismus klingen. Es ist der Einzelne in seiner Anbindung an Gott, der in ihm als der Heilige Geist wirkt. Und diesem Wirken sollen wir uns zunehmend zuwenden. Diesem Wirken. Wenn ihr einen guten Dompfarrer habt, wird er euch dabei helfen. Wenn ihr einen schlechten habt, wird er den Heiligen Geist abwürgen. Und das haben wir gut geschafft über Jahrtausende. Löscht den Geist nicht aus, steht schon im Neuen Testament. Also der Geist in mir, wie erkenne ich den? Und jetzt kommt das wieder mit den Stimmen. Stimmen meine ich jetzt nicht, dass da jemand spricht, wie ich jetzt spreche, sondern die innere Stimmigkeit. Ich spüre das. Man kann auch schweigend reden. In der Wüste redet niemand. Aber das Schweigen ist auch eine Form des Redens. Und so redet Gott in der Weise des Schweigens in mir. Das Gewissen redet in der Weise des Schweigens. Aber dieses Gewissen ist mehrdimensional. Da gibt es eben die Stimme der Mutter und die Stimme des Vaters und die Stimme der Schule und der Gesellschaft und der Kirche. Und in diesem ganzen Stimmengewirr, das ist die Geschichte von dem Besessenen von Gerasa, der ist besetzt von diesem Stimmengewirr, der kennt sich gar nicht mehr aus. Es gibt ja viele Bücher von Manfred Spitzer, einem Neurophysiologen, die Demenzerkrankungen schreiten fort durch das Stimmengewirr, durch das Internet, immer wieder eine neue Information. Das Gehirn braucht auch mal Ruhe, nicht immer neue Informationen. Das macht die Menschen verrückt. Also die Exerzitien von Ignatius, diese vier Wochen, sind folgendermaßen aufgebaut. Ziel, die Stimme des göttlichen Geistes in mir zu erkennen. Und auch das noch gesagt, Gott redet zu jedem Menschen anders.
der redet zu mir anders als zu dir. Weil das nicht anders geht, weil Liebe immer personal ist. Liebe ist immer ich und du. Ich liebe die Frau oder den Mann. Und nicht die Menschheit oder die Kirche. Gott und ich, darum geht's. Der redet zu ihnen. Dauernd, der kann gar nicht anders, aber sehr bescheiden, nicht so wie manche so dahin plappern. Still, der redet sehr still. Wie zwei Liebende, die sich anschauen, ohne viel zu reden. Die verstehen sich. Ein Augenzwinkern, ein Lächeln. Man kann auch schweigend sehr viel sagen. Und Gott sagt schweigend sehr viel. Also die erste Woche in diesen Exerzitien, Betrachtung meines eigenen Lebens. Auch das ist etwas Wichtiges. Ich sehe die Welt nur durch meine Augen, ich habe gar keine anderen. Und ich höre die Welt nur durch meine Ohren. Und sie hören die Welt und sehen die Welt durch ihre Ohren und ihre Augen. Wahrscheinlich ist es dieselbe Welt. Wir sind in derselben Kirche hier, aber Sie sehen das Pult von vorne, ich sehe es von hier. Ich rede und Sie hören zu. Mehr oder weniger. Also die Welt kann ich nur erkennen durch meine Augen. Wir wissen gar nicht, wie die Welt wirklich ist. Deswegen ist es gut, wenn wir ab und zu den anderen oder die andere fragen, wie siehst du denn das Problem? Dialog in der Kirche, das wär's doch mal. Wie siehst denn du das? Ich sehe es so, wie siehst du es? Das hat Immanuel Kant vor 250 Jahren schon erkannt. Das Ding an sich können wir nicht erkennen. Wir können es nicht erkennen, wie es wirklich ist. Nur durch meine Brille und sie durch ihre Brille. Und das wissen wir aus den Naturwissenschaften, aber das will ich nur am Rande erwähnen. Unscharfe Relation, Heisenberg. Wir können die Natur nicht erkennen, wie sie ist. Wir können nicht Ort und Impuls eines mikrophysikalischen Teilchens gleichzeitig hinreichend genau bestimmen. Also schon die Naturwissenschaft um 1900 hat erkannt, dass wir die Welt nicht erkennen können, wie sie ist. Und Kant hat es vor 250 Jahren philosophisch ausgedrückt. Ich kann mich der Welt, wie sie ist, das nennen wir die Wahrheit, nur annähern. Unsere Wahrheit ist eine lebendige Person, nicht die Wahrheit der Kirche. Ich bin die Wahrheit, sagt Jesus. Kleine schmunzelnde Nebenbemerkung, einer meiner Professoren in München, Professor Gründel, Moraltheologe, längst verstorben, sagte immer, ist doch interessant, Jesus Christus ist das Haupt der Kirche, aber in Rom sitzt das Oberhaupt. Und Jesus Christus ist der Hirt, aber in Rom sitzt der Oberhirte. Den Hirten muss ja einer kontrollieren. Stell dir vor, wir lassen den frei laufen. Was der anrichtet. Wir brauchen doch eine Institution, der den ein bisschen eindimmt, ein bisschen runterdimmt, dass der sich einordnet. Das haben ja wenigstens eine der Juden mit ihnen gemacht, haben gesagt, der stört uns hier, der muss weg. Ich glaube, den würden wir in Rom auch umbringen heute. Weg mit ihm. Er stört unsere Kreise. Jetzt sagt der Papst gerade vorgestern in der Presse, die Kardinäle, die da 500 Quadratmeter Wohnung haben, sollen jetzt mal ortsübliche Mietpreise bezahlen. 45.000 Euro ist sowas wert. Aber das ist nur eine Nebenbemerkung. Also ich will nur darauf hinaus, um es wieder ernst zu machen, die Gefahr der Struktur ist das Über-Ich. Und damit wird der stille Geist möglicherweise erstickt. Also die erste Woche der Exerzitien im Schweigen, meine Biografie anschauen. Da geht es gar nicht mit Gott los, das ist super interessant in den Exerzitien von Ignatius, sondern mit mir als Mensch, mit meiner Biografie. Der Ignatius sagt, versetz dich in deine Kindheit, du warst 6, 7 Jahre alt, was erinnerst du? Wie war es zu Hause? Wie hat es gerochen? War das Haus groß? Habt ihr eine kleine Wohnung gehabt? Wie war es in der Schule? Alles mit allen Sinnen erfassen. Und wenn Sie das mal eine Woche lang machen im Schweigen, dann lernen Sie zunächst mal sehr viel über sich. Warum habe ich Angst vor Hunden? Weil mich mal vielleicht ein Schäferhund angefallen hat. Warum kann ich das Vaterunser nicht sprechen? Weil ich vielleicht einen sehr strengen Vater hatte und so weiter. Alles ist geprägt. Alles ist zunächst mal durch die Eltern geprägt. Das ist mal die eine Stimme,
des Besessenen von Gerasa. Der hört die Stimme von Mutter und Vater und Tante. Als meine Tante, na, weiß nicht, ob ich das jetzt sagen soll, weil es übertragen wird, nehmen wir meine Mutter war protestantisch und als mein Leben so mit 25 Jahren umbrach und die Gefahr bestand, dass ich irgendwann mal Priester werde, hat sie gesagt, wenn du jemals Priester wirst, ist meine ganze Erziehung fehlgeschlagen. Für meine protestantische Mutter war mein Lebensweg eine Katastrophe. Aber es war ihre Stimme, die in mir arbeitet und sagt, ja, vielleicht hat sie recht, vielleicht sollte ich es doch lieber lassen und so weiter. Mein Vater fand das eher gut, er war katholisch. Also diese Stimmen, die prasseln auf uns ein. Und es ist gut, mal in der Stille, das können Sie auch mal täglich üben, gehen Sie mal spazieren, diese Stimmen, die man hört. Die Eltern, die sich einmischen, du solltest doch den heiraten jetzt, das ist gut. Der hat auch ein Schloss und wir haben auch ein Schloss, das würde gut passen. Man muss bei den Ehevorbereitungsgesprächen immer die Paare fragen, macht ihr das aus freien Stücken? Da würde ich sagen, vielleicht mehr und mehr, aber das war in der Geschichte nicht immer so. Da wurde auch vieles arrangiert. Also erste Woche schauen auf diese Prägungen. Da lernt man viel über sich. Und das ist die Situation Jesu. Der muss erstmal in der Stille mit sich selber zurechtkommen. Jetzt hat er keine Arbeit, hat früher Zimmermann gelernt, hat Kästen gebaut, Schränke gebaut. Erste Woche. Zweite Woche, Betrachtung des Lebens Jesu in diesen Exerzitien. Wo ist er aufgewachsen? In der Krippe, armselig, musste er gleich fliehen nach Ägypten. Und dann die ganze Geschichte, Heilungsgeschichten, Predigen, Kreuzestod, Auferstehung. Dritte Woche, Betrachtung des Leidens. Man kommt ohne Leiden durch das Leben nicht durch. Das Leiden darf man nicht verherrlichen, man darf das Kreuz nicht verherrlichen. Aber es ist da und das kennen Sie alle. Man muss es dann annehmen, wenn es kommt. Und die vierte Woche Betrachtung der Auferstehung. Also erstmal die Prägungen kennenlernen, die Stimmen von Vater, Mutter, Gesellschaft hören lernen. Zweite Woche die Stimme Jesu hören lernen, Bibel lesen. Mein Vater wurde noch verboten, Bibel zu lesen, nur Katechismus. Ihr müsst Bibel lesen, ihr müsst den Jesus kennenlernen. Mit allen Sinnen hineinversetzen, wie lebt er, wie fühlt er, wie arbeitet er. Und dann die vierte Woche Auferstehung und darüber möchte ich jetzt noch reden, weil da geht es um den Einzelnen und um Heilung. Die Auferstehungsgeschichten, ich nenne nur drei, sind immer Einzelbegegnungen. Vorher zu Lebzeiten hat Jesus vor 5000 Menschen gepredigt. Jetzt geht es um Einzelne. Maria Magdalena steht am Grab. Das Grab ist leer, sie weint. Wo ist er hin? Er ist weg. Die Liebe geht über den Tod hinaus. Sie sieht einen Menschen, sie glaubt, es ist der Gärtner. Und Jesus spricht sie an mit ihrem Namen. Eine rührende Szene, ganz intim, nur die beiden alleine. Wieder nur Gott und ich. Maria. Da erkennt sie ihn. Am Klang der Stimme, nicht an der äußeren Gestalt mehr. Der auferstandene Christus hat eine andere indirekte Funktion oder indirekte Wirkungsweise, durch den Gärtner hindurch. Die schönste Geschichte, meine Lieblingsgeschichte, die Jünger am See. Sie kennen das, 7 Jünger sitzen am See Genezareth, Jesus ist tot. Auch das empfehle ich Ihnen sehr, lesen Sie Bibel von vorne, also aus der betroffenen Situation dieser Menschen, die dort geschildert werden, nicht von hinten, 2000 Jahre später, von vorne. Also wir versetzen uns mal kurz in die Situation dieser 7 Jünger. Die sitzen da am See, ein bisschen ratlos. Warum? Die hatten 3 Jahre zuvor ihre Boote verlassen, ihre Familien verlassen, ihren Beruf verlassen und waren da irgendeinem Burschen gefolgt, der da gepredigt hat, Kranke geheilt hat, 3 Jahre lang, alles verlassen. Jetzt ist der tot. Jetzt ist er gekreuzigt worden. Gekreuzigt werden nur Verbrecher, Schwerstverbrecher. 2 werden mit ihm gekreuzigt, Schwerstverbrecher.
Jetzt sitzen sie da am See und sagen, wir sind einem Verbrecher aufgesessen. Wie konnten wir nur so wahnsinnig sein, diesem Mann zu folgen? Wir dachten, das ist der Messias. Jetzt ist er tot, gekreuzigt. Verzweifelt. Vielleicht kennen Sie so Situationen, was machen Sie, wenn Sie verzweifelt sind? Bevor man den ganzen Tag im Bett liegt, macht man irgendwas. Ein bisschen Staub wischen vielleicht, ein bisschen Staub saugen, ein bisschen spazieren gehen. Und so sagt einer von denen, ich gehe jetzt fischen. Ach ja, sagt der andere, mir fällt auch nichts Besseres ein. Geh mit. Also gehen die fischen. Muss man sich ganz konkret vorstellen. Abends um 8 geht die Sonne unter, See Genezareth. Sie gehen fischen. Sie fischen die ganze Nacht bis morgens um 6. Sie wissen, was passiert. Sie fangen nichts. Gar nichts. Die Bibel ist super präzise. Nichts fangen sie, gar nichts. Jetzt fahren sie ans Ufer. Jetzt steht da irgend so ein Typ. Ich sage es ausdrücklich so. Der steht da nicht mit der Mitra und auch nicht im Benediktinergewand. Der steht da in Jeans. Da steht irgendein Mann am Ufer, den sie nicht kennen. Und stellt eine ganz freche Frage. Er fragt nämlich, habt ihr etwas zu essen? Dann müssen die sagen, nee, siehst du doch. Was stellst du so eine doofe Frage? Wir haben ja keinen Fisch gefangen, keinen einzigen Fisch gefangen. Also 3 Stufen der Demütigung. Sie mussten davon ausgehen, sie sind einem Verbrecher gefolgt. Sie wollen nach großer Verzweiflung zurückkehren in den alten Beruf, fischen, und es gelingt nicht mehr. Sie fangen nichts, obwohl sie erfahrene Fischer sind. Und dann der Offenbarungseid, habt ihr etwas zu essen? Nicht einmal das. Nullpunkt. Spiritualität des Nullpunkts, Gnade des Nullpunkts. Und jetzt sagt der Bursche, den Sie nicht kennen, jetzt fahrt doch nochmal hinaus und werft das Netz auf der rechten Seite aus. Da denken die wahrscheinlich, wir sind erfahrene Fischer. Morgens, wenn es Tag wird, da fängt man keine Fische mehr. Aber entweder sind sie so verzweifelt oder sie hören in der Stimme irgendetwas mit, wo sie denken, der spricht ganz authentisch, der Bursche. Und sie fahren hinaus und die Netze sind voll. Und dann sagt einer, es ist der Herr. Keiner wagte ihn zu fragen, wer er ist. Aber sie wussten es, es ist der Herr. Und dann brät schon ein Fisch auf dem Kohlenfeuer. Fromm gesagt, der Gott, der liebe Gott, kümmert sich auch um die Kleinigkeiten. Und die dritte Geschichte kennen Sie von den Emmaus-Jüngern. Sie gehen spazieren, genauso verzweifelt, ratlos. Kommt auch so ein Bursche dazu, so ein dritter, unerkannt, in Jeans, sagen wir mal. Verwickelt sie in ein Gespräch, warum seid ihr so traurig, was ist los? Hast du nichts gehört, was passiert ist? Sie gehen ins Gasthaus, er bricht das Brot, sie erkennen ihn und sagen, brannte nicht uns unser Herz. Worauf will ich hinaus? Wir reden hier über Heilung, über innere Heilung. Schwestern und Brüder, Glauben hat nichts damit zu tun, dass wir Sätze auswendig lernen, die uns die Kirche zu Glauben aufgibt. Das war die Vorstellung von Glauben bis 1965. Glauben heißt das Fürwahrhalten der Sätze, die die Kirche mir zu Glauben aufgibt. Also das war so ein Bild, kann ich ruhig sagen. Kardinal Müller, den Sie kennen, früherer Bischof hier von Regensburg, war mein Theologieprofessor in München. Ich ging mal nach der Vorlesung zu ihm und sagte, Herr Professor, diesen Satz, wir sind durch das Leiden unseres Herrn Jesus Christus am Kreuz von unseren Sünden erlöst, ich verstehe den Satz überhaupt nicht, kann damit gar nichts anfangen. Und dann sagte er, schauen Sie, junger Kollege, ist doch ganz einfach. Durch das Leiden Jesu am Kreuz sind wir von unseren Sünden erlöst. Ich sage, danke, Herr Professor, durch die Wiederholung wird es nicht besser. Ich verstehe es nicht.
Was will ich damit sagen? Wir haben Menschen mit Formeln abgespeist. Und deswegen laufen sie reihenweise weg und machen Zen-Buddhismus. Weil sie dort Erfahrungen machen. In der Stille des Schweigens machst du Erfahrungen, gute oder schlechte. Aber irgendwas passiert wenigstens in dir. Und so haben diese Auferstehungsgeschichten etwas mit Erfahrung zu tun. Diesen Moment vergisst die Maria Magdalena nie wieder. Die muss keinen Katechismus lesen und die muss keine kirchliche Lehre lesen. Die hat eine persönliche Beziehung mit diesem Jesus Christus. Der spricht sie an bei ihrem Namen, die einzelne Frau. Und die beiden Emmaus-Jünger genauso. Sie sagen hinterher, brannte nicht unser Herz. Da geht etwas vor in den Menschen. Da bewegt sich etwas. Und bei den Jüngern am Wasser auch, die Netze sind voll. Ich möchte auf eines hinweisen, Glauben hat etwas mit Wissen zu tun, mit Erkenntnis zu tun, mit Einsicht zu tun. Das sind sogar die Gaben des Heiligen Geistes. Erkenntnis, Einsicht. Schauen Sie doch mal in der Fastenzeit, ob Sie, man kann das nicht herbeizwingen, aber man kann Situationen schaffen, wo man so Erfahrungen machen kann. Das kann die Stille des Waldes sein, die Stille der Natur, das kann eine Kirche sein, eine Begegnung, was auch immer. Gott ist da, das ist das Heilende. Und das erfährt der arme Tropf mit seinen Dämonen, die Besetztheiten, das sind ja alles Bilder. Heute können wir vieles naturwissenschaftlich erklären, Phänomene, Schizophrenie, was geht da im Gehirn vor. Die alte Sprache, die noch nicht so viel Naturwissenschaft kannte, dachte, das sind Teufel, Dämonen. Das stimmt auch im gewissen Sinne. Besetztheiten, die mich nicht loslassen. Ich will viel Geld verdienen, ich habe Angst oder die Frau läuft mir weg. Wir sind besetzt von tausenden dieser Dinge. Und Jesus will nur eines, dass wir schrittweise von diesen Besetztheiten, von diesen Dämonen befreit werden. Damit wir zur Ruhe kommen. Sorgt euch nicht um das Leben, sagt er. Da denken wir, oh, ich muss ja die Mutter und der Vater und die Kinder. Ja, natürlich müssen wir uns sorgen, täglich. Aber nicht zu viel, nicht schon an morgen denken oder an übermorgen denken. Sorgt euch um den heutigen Tag, der hat genug Sorge. Und den Rest überlasst getrost dem Herrgott. Glauben hat was mit Vertrauen zu tun. Und Vertrauen hat was zu tun mit sich festmachen in Gott. Und sich festmachen in diesem Gott hat was mit Heilung zu tun. Heil werden heißt ganz werden. Mach das Spielzeug wieder heile, sagen die Kinder, wenn es zerbrochen ist. Der Mensch, und da lege ich mich fest und bin schon ein bisschen älter, findet in der Anbindung an diesen Jesus Christus schrittweise innere Heilung, inneren Frieden, nicht von heute auf morgen. Es ist ein Prozess. Deswegen sagt Jesus, ich bin der Weg, das ist ein Weg. Wir müssen alle diese Begriffe, die wir da lesen im Neuen Testament, einfach ernst nehmen. Ich glaube, der Glaubensverlust hat damit zu tun, dass wir gar nicht ernst nehmen, was wir da meinen. Wir singen dann zu Pfingsten, komm, Heiliger Geist. Wollen wir den überhaupt oder eher nicht? Wir beten im Vater unser, dein Wille geschehe. Wollen wir das überhaupt? Wer weiß, wo der mich hinführt? Also wir haben eine Skepsis, hat Jesus auch gehabt. Der wollte nicht sterben am Kreuz. Aber der einzige Weg, und das lernen wir aus der Biografie Jesu, zur Heilung, zur Auferstehung, ist, sich auf dieses göttliche Wirken einzulassen. Und der wirkt immer. So wie die Sonne immer scheint, die scheint auch jetzt. Nur die Erde hat sich so gedreht, dass hier die Nacht ist. Aber die Nacht ist nur dann Nacht, weil es das Licht gibt, nicht umgekehrt. Die Sonne scheint von selbst, sie kann gar nicht anders. Und Gott wirkt von selbst, immer und überall und in uns. Wir müssen ihn nur reinlassen. Wir müssen uns nur ihm zuwenden. Hilf mir, so sagt der Blindgeborene. Ich möchte wieder sehen können. Der Mann mit der verdorrten Hand sitzt da im Tempel und Jesus sagt, steh auf, streck die Hand aus und heilt ihn. Und weiß genau, dass die Pharisäer ihn beobachten, ob es am Schabbat ist. Und sie wollen ihn umbringen. Das, Schwestern und Brüder, ist Erlösung, dass Jesus jeden Tag sagt, Vater, was soll ich tun? Wozu bin ich da, deinen Willen zu tun? Den heilen. Aber Sabbat, da stehen die Pharisäer, die beobachten mich. Die werden mich umbringen. Er könnte ja auch sagen, ich komme morgen wieder. Du sitzt da eh schon seit 20 Jahren. Ich komme morgen wieder. Dann sind die weg. Nee, das macht er nicht. Warum macht er das nicht? Weil Gott immer konkret ist. Gott ist immer jetzt.
Nicht morgen, jetzt. Ich weiß gar nicht, ob das morgen kommt. Ich habe das Einzige, was ich habe, ist das jetzt, den Moment, dass Sie jetzt hier sind. Wahrscheinlich gehen wir in 20 Minuten nach Hause, aber noch ist die Zukunft nicht da. Und so ist Jesus Christus in dieser ständigen Gottesgegenwart, wir könnten auch modern sagen, in dieser Geistesgegenwart, ganz präsent. Der sieht den Kranken, der kennt nicht, was auf ihn zukommt. Der sieht ihn und sagt, was ist Gottes Wille? Heilen. Angst, Pharisäer, die bringen mich um. Egal, ich mache das ohne Rücksicht auf Verluste. Jetzt. Gott ist immer konkret. Und das bringt ihn letztlich ans Kreuz. Nicht das Kreuz ist die Erlösung, sondern die durchgehaltene Liebe, dass der Jesus immer neu fragt, Vater, was soll ich tun? So geht er seinen Weg. Und dann ist die Erlösung, die Auferstehung, geht durch das Kreuz durch. Also ich fasse so zusammen. 45 Minuten hat der Dompfarrer mir gegeben. Heilung, da steckt das Wort Heil drin. Leider missbraucht. Nationalsozialismus, Heil Hitler, brauchen wir nicht. Einer ist der Heiland. Der Heiland kann heilen. Was braucht er dafür? Das weiß die moderne Psychologie und die moderne Psychoanalyse. Selbsterfahrung. Jesus geht jetzt, das ist Fastenzeit, in die Wüste zur Selbsterfahrung. Ein Blinder kann keinen Blinden heilen. Der muss erstmal bei sich aufräumen. Manche studieren ja Psychologie, um ihre eigenen Probleme zu lösen. Ist auch in Ordnung. Erstmal bei sich aufräumen, sich aussetzen, der Welt, der Lehre, Gott aussetzen, mich mir selbst aussetzen. Harte Arbeit. Hat die Psychoanalyse verstanden, 360 Stunden Selbsterfahrung, bevor man überhaupt therapeutisch arbeiten kann. Das ist Jesus, 4 Wochen Wüste. Und dann hat er sich langsam kennengelernt, seine Schwächen, seine Ängste, seine Versuchbarkeiten. Oh, sagt er, da muss ich vorsichtig sein, das ist gefährlich, das kenne ich schon. Sich selber kennenlernen und gleichzeitig dadurch Gott kennenlernen. Die Mystiker sagen im Mittelalter, Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis geht Hand in Hand. Nimm dich selbst wahr, sagen die mittelalterlichen Mystiker. Selbstwahrnehmung, das ist Exerzitien von Ignatius. Schau hin, wer du bist. Was geht in dir vor? Welche Stimmen hörst du da? Was bewegt dich? Er spricht immer von Seelenbewegungen. Das lateinische Wort für bewegen heißt movere. Und vom Begriff movere abgeleitet die beiden Begriffe Motiv und Emotionalität. Was ist das Motiv? Warum sind Sie hier? Was bewegt mich? Bin ich es? Kommt es aus mir heraus? Kommt es aus Gott heraus? Treibt mich der Geist hierher? Ignatius unterscheidet 3 Antriebe. Den göttlichen Antrieb, den Antrieb des Bösen, der mich vom Weg abbringen will, und der Antrieb des Ich. Und eigentlich sollen wir immer mehr dem göttlichen Antrieb folgen. Und der hat 3 Kriterien. Wenn ich diesem göttlichen Antrieb folge, stellt sich innerer Frieden ein. Stellt sich innere Freude ein. Stellt sich eine Begeisterung ein. Dafür haben wir sogar einen griechischen Begriff. Da heißt Enthusiasmus, Entheos, in Gott sein. Und wenn ich da rausfalle, das Gegenteil, Unruhe, Getriebenheit, Zerrissenheit, Angst. Warum ist das ganz modern, was ich hier sage? Weil wir aus den Forschungen der Genetik und der Epigenetik wissen, dass Gene geschaltet werden müssen. Alle Krebserkrankungen haben einen genetischen Hintergrund. Aber diese Gene müssen aktiviert werden und inaktiviert werden. Und die neuesten Forschungen der letzten 20 Jahre zeigen, dass nicht nur Umgebung eine Rolle spielt für diese Schaltmechanismen, sondern auch meine Innenwelt, meine Spiritualität. Die Frage ist, ob ich meinen inneren Frieden habe, dann werden die Gene anders geschaltet, als wenn ich zerrissen bin und ständig im Streit lebe und depressiv bin. In Deutschland 14 Milliarden Schaden jedes Jahr durch Burnout-Syndrome und Depressionen. Meine These ist, Teile davon hängen zusammen mit mangelnder Spiritualität. Wir haben den Menschen viel über Moral erzählt, sogar meistens über Sexualmoral, wenig über Spiritualität.
wenig über die Ewigkeit, wenig über die Transzendenz des Menschen. Dass er sich überschreitet auf eine größere Dimension, in die wir Gott nennen. Wenn wir dem Menschen das nicht erklären, will er sich selber machen. Das nennen wir heute Transhumanismus. Lebensverlängerung durch Chip-Einpflanzung, Lebensverlängerung durch genetische Manipulation. Und dann wird das Leben immer flacher, immer flacher. Und dann können wir den Menschen irgendwann ersetzen durch die Maschine. Das nennen wir Posthumanismus. Zurück zur Frage der Heilung. Es hängt von uns ab, wie wir mit unserem Gott in Beziehung sind. Es hängt von uns ab, welche Form von Christentum wir den Menschen vermitteln. Und damit kann jeder Einzelne mitwirken an seiner eigenen Heilung und an der Heilung der Gesellschaft. Jeder Einzelne ist wichtig. Das ist die Geschichte von heute. Jesus nimmt den einzelnen Menschen wichtig. Du musst heil werden, du musst gesund werden oder darfst. Also wenn ich so sagen darf, machen Sie sich auf den Weg. Suchen Sie diesen Heiland, den göttlichen Geist in sich und versuchen Sie auch die anderen Stimmen zu hören, die da auf Sie einquasseln und versuchen Sie, dass Sie langsam etwas ruhiger werden, damit die eine göttliche Stimme zum Vorschein kommt. Das ist Heilung. Vielen Dank.